Willkommen zu einem neuen Video. Am Tag der Hochzeit machte die Braut etwas für ihren Mann, das ihm und bei den Hochzeitsgästen die Tränen laufen ließ. Es ist ein ganz besonderes Zeichen ihrer Liebe. Scott ist taub. Als Kind mit etwa 5 Jahren begann er immer schlechter zu hören und mit 8 war er wirklich taub. Niemand konnte ihm helfen, sein Hörvermögen zurückzugeben. Eine Frau zu finden mit diesem Handicap ist nicht so einfach und so versuchte Scott es auf der Dating-App Tinder. Dort lernte er Elisabeth kennen, eine zweifache Mutter. Die beiden verliebten sich ineinander und es entstand eine große Liebe, die am 27. Januar 2018 mit der Hochzeit besiegelt werden sollte. Scott stand und wartete auf seine geliebte Elisabeth, doch sie blieb stehen und kam nicht zu ihm. Scott konnte nicht verstehen, was passiert war. Die inzwischen laufende Musik konnten nur Gäste, aber nicht er hören. Aus dem Lautsprecher kam der Hit A Thousand Years von Christina Perry. Elisabeth hatte sich in den Monaten vor der Hochzeit den Text eines wunderschönen Liebesliedes in Auslan, der australischen Gebärdensprache, beigebracht und brachte dieses Lied nun ihrem geliebten Mann vor. Eine berührende Stelle im Text ist: Ich habe dich 1000 Jahre lang geliebt. Ich werde dich noch weitere 1000 Jahre lieben. Dieses Versprechen rührte die ganze Hochzeitsgesellschaft und natürlich den Bräutigam zu Tränen. Scott hat diese Liebeserklärung seiner Elisabeth schon unzählige Male angeschaut. Aber nicht nur ihn begeistert diese ganz besondere Geste der Liebe. Bereits mehr als 400.000 Menschen haben das Video bereits gesehen. Viele sehen, wie wichtig die Gebärdensprache ist. Bei einem Interview mit einer Fernsehstation erzählt Elisabeth, dass sie sehr viele private Nachrichten aus der ganzen Welt bekomme. Die Menschen erzählen ihr, wie schön sie das finden. Am meisten jedoch bewegt das Paar die Aussage von Eltern mit behinderten Kindern, die durch dieses Video und diese Geste der Braut Hoffnung haben, dass auch ihre Kinder einmal Liebe finden und ein glückliches Leben führen werden. Danke fürs Zusehen. Wenn dir unser Video gefallen hat, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben und teile dieses auf WhatsApp und Facebook.